Scholz, wir haben ein paar Fragen aus der Community für Sie, von unseren Zuschauern. Und die wollten unter anderem wissen, warum gibt es denn in Deutschland keine Volksabstimmung bei gesellschaftsverändernden Entscheidungen? Deutschland ist eine repräsentative Demokratie. Das haben die Mütter und Väter des Grundgesetzes sich sehr genau überlegt, auch im Hinblick auf die Erfahrungen, die vorher gemacht worden sind, als Deutschland eine schlimme faschistische Diktatur erlebt hat. Und deshalb gibt es Volksabstimmungen auf kommunaler Ebene in einigen Ländern, aber die wichtigsten Fragen, die für Deutschland entschieden werden, werden entschieden durch das Wählen bei der Bundestagswahl und durch Gesetze im Deutschen Bundestag.